Yo, Panners, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Wir spielen heute gegen Zenit und das zu Gast. Und wir sind ja schon eigentlich sicher Erster, der Gruppensieger. Deswegen können wir in dieses Spiel ganz entspannt gehen. Für Zenit sieht es da ein bisschen anders aus. Zenit will unbedingt hier natürlich gewinnen und so weiter. Denn wenn Zenit hier verliert, könnten sie noch ein paar Plätze runtersteigen. Und deswegen packen wir heute mal einfach Grenier hier rein. Gentner spielt mal auch nicht, dafür darf Goretzka mal spielen. Und ja, wir rotieren hier einfach mal ein bisschen durch. Bellerin spielt ja jetzt auch mal auf dem rechten Flügel, weil wir Bakani ein bisschen Pause geben wollen. Denn Lyon und Kopenhagen, beide, da sehr gefährlich an Zenit dran. Kopenhagen könnte heute gewinnen, dann könnten sie an Zenit vorbeiziehen, obwohl man Kopenhagen schon so ein bisschen, eigentlich schon, abgeschlagen gesehen hat. Also gerade ich habe die schon ein bisschen abgeschlagen gesehen gehabt, nachdem die ja 6:0 gegen uns verloren haben. Aber da kann man mal sehen, wie die sich noch retten können. Und wir spielen hier natürlich in Heiter und nicht im Schnee. Das brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr erklären. Im Stadion, 23. Mai. Oder Melch, ich habe keine Ahnung. Und das gegen Zenit. Und das wird hoffentlich ein gutes Spiel. Hoffen wir es einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Solange Kostic nicht sowas macht. So, in Russland sind wir jetzt hier. Und da wäre Schnee natürlich schon angebracht, aber das kann ich mir einfach nicht geben. Tut mir leid, Leute. So, Kostic. Direkt mal hier mit dem Ball. Mit dem Ball am Laufen. Mit dem Ball weiter am Laufen. Und Kostic. Ne, Mogi Lewetz hat jetzt mal. Beziehungsweise ich kann es euch nicht geben, denn. Ja. Ich denke mal eher, das tut nach der Verarbeitung weh, als während der Aufnahme. Also. Während der Aufnahme, es geht eigentlich, wenn man jetzt die ganze Zeit darauf guckt, tut es irgendwann weh, aber so könnte es noch klappen. Und Siuba, Smolnikov und Hulk, auf den wir auch heute wieder aufpassen müssen, legt den Ball erstmal perfekt zu Ginczek hier, perfekt, dankeschön Hulk. Und dann ist Kostic da und Kostic auf Hector, Hector auf Touré. So, Touré auf Grenier, Grenier schießt, aber so nicht. Und dann Bellerin nochmal, schießt auch nochmal, Crisito dazwischen mal, Lafave. Und Smolnikov, und jetzt haben wir heute mal Dreieckstore hier. Und ich denke mal, dass dieses Spiel hier auch ein bisschen ja, lockerer von uns sein kann. Denn, wie gesagt, wir sind schon sicher durch. Und ich sehe da jetzt keinen Grund, uns irgendwie wirklich hier vollkommen abzusetzen oder sonstiges, wenn wir hier auch ganz chillig spielen können. So, Goretzka auf Kostic jetzt. Und Kostic legt den Ball dann zurück und dann ist Smolnikov da. Aber Hulk wäre vielleicht auch eine Personalie, über die man reden könnte, ob man sich die vielleicht nicht in der Transferpause holt vielleicht. Oder in der Transferphase, ja, in der Winterpause. So, und Hector jetzt auf Touré, Touré auf Bellerin und Bellerin schießt und Crisito dazwischen. Garay, Korb mit dem Ball nur noch im Aus und Korb legt den Ball dann direkt mal auf Goretzka, sehr schön, und Goretzka auf Touré, Touré auf Kostic und Kostic auf Ginczek. Selbst vielleicht Ginczek mal, auch wieder nicht, Neto dazwischen. Und jetzt Danny. Danny läuft hier an. Danny natürlich auch eine sehr interessante Personalie. Haben wir natürlich in der Karriere schon mitgespielt in Portugal. Und sehr gut hier. Und Gaetan kämpft den Ball nochmal drüber, okay. Und ihr habt ja gesagt, ich soll das Angebot von Deutschland annehmen. Deswegen nehme ich das jetzt gleich nach der Runde dann mal an. Und Bellerin. Ich weiß aber noch nicht, wie wir das machen. Ich denke mal, da werden wir auch wieder Europameisterschaften und Weltmeisterschaften spielen, aber sonst simulieren. Und hoffen, dass es einfach klappt. Wenn das natürlich jetzt dann nicht unbedingt klappt, wenn das dann so richtige Spiele sind, dann werde ich die spielen und zusammenschneiden. Aber sonst möchte ich das ungern, denn großteils können wir auch eigentlich die deutsche Nationalmannschaft, denke ich mal, simulieren und brauchen dann nur in den wichtigen Turnieren wirklich, ja, spielen. Ich denke mal, die Vorbereitung sollte, oder die Qualifikationsphase sollte für die deutsche Nationalmannschaft auch immer so möglich sein. Und Bellerin jetzt mit dem Ball, Crisito und damit ins Aus, sehr schön. Gibt jetzt den Einwurf von Bellerin und Bellerin auf Korb. Korb auf Bellerin und Bellerin, ja, legt Ball da nicht auf Garay, nicht auf Garay, sondern auf Garay. Und Garcia jetzt auf Danny. Und Garcia
Okay. So, und wenn wir natürlich in der deutschen Nationalmannschaft sind, ist das schön natürlich auch, dass wir so ein bisschen unsere eigenen Spieler so gesehen bevorzugen können. Das werden wir natürlich nicht machen, aber natürlich wird ein Spieler wie Ginczek da auf jeden Fall mal berufen als Stürmer und nicht irgendwie, keine Ahnung, ein Nicht-Stürmer dann in den Sturm gestellt. Was ich halt allgemein nicht verstehe, warum solche Spieler da nicht wirklich berufen werden. Genauso auch wie Ginter irgendwie nie berufen wird. Oder Rüdiger nicht. Oder Hector. Da sind ja wirklich Spieler mit bei, die kaum berufen werden von von der deutschen Nationalmannschaft, obwohl das echt gute Spieler sind. Und ja, da gibt es nur schlechtere, aber die beruft man dann halt eher. Das ist halt so dieses Problem, was ich sehe, meiner Meinung nach, weshalb ich mich auch schon freue, dass wir mit Deutschland dann mal ein bisschen auch darauf gucken können, so nicht irgendwie Lieblinge oder so, sondern dass wir auch einfach mal die Besten nehmen. Denn ich denke mal, ein Ginter, der genauso gut ist wie ein Rüdiger, hat es genauso verdient, in der Nationalmannschaft zu stehen wie ein Rüdiger und braucht sich da nicht auf einmal den Platz von einem Westermann oder so nehmen lassen, der ehrlich gesagt nicht besser ist. Also der ist ja, glaube ich, in der Stärke sogar schlechter. Oder sonstige. Das sind schon manchmal Sachen, wo ich mich echt so frage, so, warum ist der jetzt mit dabei und der nicht? Wenn ich mir so diese Liste da angeguckt habe. Genauso auch Ginczek hat eine unglaublich gute Saison gespielt und dann nimmt der keinen Stürmer mit zur Europameisterschaft. Da hätte er auf jeden Fall Ginczek mitnehmen können. Aber okay, so, Touré, Ginczek. Jetzt wieder Touré auf Grenier legt den Ball auf Bellerin und Bellerin kickt den Ball nicht, schade. Und Garay. Jetzt Mogilevic und Hulk. Mogilevic wieder. Gegen Rezo, kickt den Ball aber nicht, Hulk. Ziuba, Danny. Korb, sehr gut. Aber weiterhin sind die am Ball und dann ist die Halbzeit hier angepfiffen. 0:0 bei uns noch, bei Lyon führt Kopenhagen 2:0. Oh mein Gott, die erholen sich gerade richtig von dem 6:0. Ich glaube, das war ein Schock für die. So ein, okay, jetzt müssen wir was ändern. Und wir gucken mal in die Spielinfo. Sie liegt mit einem Schuss 0 aufs Tor. 51% Ballbesitz, also nicht wirklich viel mehr Ballbesitz. Ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Diesmal hat das Spiel nicht irgendwie. Yusupov kommt übrigens rein. Für Mogilevic, dass das Spiel diesmal nicht so ist, dass unser Gegner vollkommen Ballbesitz übermacht ist und wir irgendwie nur zwei, drei Schüsse haben, sondern dass diesmal auch wir hier mit dem Ballbesitz ein bisschen punkten können. Zwar nicht mit sehr viel mehr, beziehungsweise mit überhaupt nicht mehr, sondern ungefähr gleich viel, ein bisschen weniger. Aber zumindest schon mal ein bisschen weniger nur und nicht irgendwie, keine Ahnung, sonst ist das ja großteils so 60 zu 40 oder so. Und da ist ein 1 und oh Gott, ein 51 zu 49 natürlich sehr gut. Und Butland war da jetzt gerade aber schon ein bisschen abwesend, muss ich mal sagen. Also da hätte er vielleicht schon früher mal in die Richtung gehen können. Dann wäre der Ball vielleicht gar nicht erst so gefährlich dann auf einmal gewesen. Der da am Ball, am Pfosten vorbeispringt. Und Garcia, Ziuba, wieder Garcia. Jetzt Hulk. Und da ist Hector dazwischen sehr gut. So, auch Rüdiger. Korb auf Guezzo. Guezzo auf Bellerin. Bellerin auf Korb. Korb auf Bellerin. Und Gaëtan kickt den Ball gegen Bellerin. Risito. Also ich glaube, Bellerin vorne ist jetzt nicht ganz so das, was man da haben will. Aber ist vielleicht auch mal. Also sowas müssen wir halt auch einfach selber lernen. Ob die Spieler das spielen können oder eher nicht. Ich meine, das steht viel in der Beschreibung, aber das stimmt ja nicht immer alles. Ich meine, guck mal, wie oft wir Frey auch mal in die Innenverteidigung gepackt haben. Und der hat da auch gut gespielt. Und dafür Ginter dann rechts. Und all sowas. Das klappt alles auch irgendwie. Oder Frey auch mal links, Hector li rechts und so weiter. Das sind ja auch alles jetzt nicht so viele Unterschiede. Aber Bellerin, in der Offensive, ich glaube, das passt nicht ganz so gut. Leider. Es wäre vielleicht nochmal ein richtig guter Spieler gewesen, aber das wäre ja auch nur übergangsweise dann gewesen. So, okay, Grenier.
kriegt hier den Ball auch nicht richtig. Okay, Yusupov. Und wir gehen jetzt mal rein, wir wechseln. Wir bringen Bakambu rein, wir bringen Maxim rein und wir bringen auch hier Bakali rein. Wir wechseln nochmal in der Offensive alle drei aus. Die haben zwar alle drei letztes Spiel auch schon gespielt. Und ich wollte ihnen eigentlich mal eine Pause gönnen, aber das können wir nicht. Wenn es hier noch immer 0 zu 0 steht. Auch wenn wir natürlich hier nicht auf einen Sieg aus sind, keinen Sieg brauchen, wollen wir diesen Sieg natürlich. Auf einen Sieg aus sind wir immer. So, und Gaëtan, jetzt gegen Ginter. Und Ginter holt sich immer sehr gut, legt den Ball auf Korb, Korb auf Guezzo und Guezzo auf Rüdiger, Rüdiger auf Touré, Touré mit dem Fehlpass. Aber Hector da gegen Hulk, sehr gut. Und Grenier auf Kostic, Kostic auf Ginchek. Ginchek auf Grenier und dann ist der Ball wieder weg. Weil Grenier den Ball ein bisschen zu flach spielt, alles klar. Und Gaëtan. So, in der 63. Minute habe ich gesagt, sie sollen ausgewechselt werden. Ich schaue jetzt mal, wann sie dann wirklich ausgewechselt werden. Okay, in der 72. 10 Minuten später. Also auch nicht mehr alt. Also auch schon relativ lange. Ich glaube, ich muss entweder früher daran denken oder halt wirklich dann, wenn dann Pfiff ist irgendwie. Dann auf jeden Fall daran denken, wenn da so eine Unterbrechung ist. So, okay, jetzt auswechseln wäre ganz okay. Wenn es zur richtigen Zeit ist, weil sonst wartet man einfach dumm und dämlich darauf, dass es endlich ein Pfiff ist. Und ich war auch schon oft genug gewollt, irgendwie den Ball einfach jetzt auszuspielen, aber wenn man, das kann man halt einfach nicht, wenn man da zum Beispiel zurückliegt oder so und dann den Ball mal hat. Ich meine, je nachdem, dann hat man den Ball ja noch nicht mal so oft. Wenn den Ball dann auch noch ins Ausspielen einfach, wäre dann vielleicht auch nicht so schlau. So, und jetzt Bakambu ist vielleicht durch. Ah, Touré, Guezzo schießt. Neto klärt den Ball und es gibt die Ecke. Die erste Ecke im Spiel, glaube ich. So, Kostic bringt den Ball rein und da steht Garcia. Okay. Guezzo, Rüdiger. Malafeu fällt den Ball. Zweite Ecke jetzt. Alles klar, so. Okay. So, Kostic bringt den Ball nochmal rein und diesmal steht da Malafeu gegen Rüdiger. Schade. Und Malafeu haut den Ball weg. Da steht dann aber Korb, köpft den Ball. Wieder zu Rüdiger, Rüdiger auf Guezzo, Guezzo auf Rüdiger. Und Rüdiger sieht da Bakali laufen. Sehr gut. Und Bakali schießt einfach mal und Malafeu fällt den Ball. Ah! Wohl eine Nullnummer hier, wie es aussieht. Und Jay Dive. Smolnikov. Oh Gott, Bakambu, sehr gut. Maxim legt den Ball nochmal auf Guezzo und Guezzo legt den Ball auf Bakali und Bakali. Ja, Bakali. Oh mein Gott, was machen wir denn hier jetzt? Okay, auf Bakambu erstmal. Bakambu dann auf Hector und Hector flankt den Ball rein. Klappt aber nicht. Und dann ist der Ball jetzt erstmal wieder raus. Hulk, Guezzo und wieder Touré auf Maxim. Oh Gott. Okay, 90. Minute, 2 Minuten Nachspielzeit und Korb ist da unten nochmal. Und Korb könnte jetzt vielleicht nochmal flanken. Wird da aber eher erstmal umgehauen und dann ist das Spiel jetzt eigentlich vorbei. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Aber das war es noch nicht. Der Ball wird hier noch munter hin und her gespielt. Jetzt war es das. Nullnummer gegen Zenit. Alles klar. Und Kopenhagen gewinnt 2 zu 1. Das heißt, Zenit rettet sich gerade so noch. Zenit hat natürlich auf die Sonne auch spekuliert. Da haben sie wenigstens einen Punkt noch mehr als Kopenhagen. Und Insua darf wieder spielen. Denn ich denke mal, die wüssten dann natürlich auch so, dass Kopenhagen jetzt vielleicht doch schon ein bisschen motivierter hätte sein können. Okay, und hier, wo ist es? Ah, hier. So. Dann nehmen wir es an, die wollen in beidem den Pokalsieg haben. Ist okay. Nehmen wir an. Deutschland ist unser neuer Verein. Und so. Okay, dann schauen wir uns jetzt erstmal den Kader an, wie denn der hier so aussieht. Zack. Okay. Und Nationalteam Berufung, das ist das, was ich meinte. Na, neuer 93. Oh mein Gott. Leno. Okay. Hummels und Boateng. Hübbe das sehr gut. Bartsch. Ach so, Bartsch hat inzwischen auch eine 82. Okay, wenn die alle natürlich so gut sind mit 82, dann ist klar, dass da ein anderer Spieler nicht unbedingt was anderes gegen machen kann. Klünter. Von wem ist der denn bitte? Okay. Ach, der Rüdiger ist auch hier rot gesperrt gerade. Okay, Merzler, Kaginta.
Hier sind echt nicht mehr viele Spieler, die noch besser sind. Ne? Mertesacker vielleicht noch in der Innenverteidigung, aber sonst nichts. Und im rechts ist bei uns, glaube ich, auch kein Spieler, der besser ist als Klünter oder Jung. Und Hector spielt schon mit. Okay. Da habe ich mich da wohl doch vertan. Ich dachte, da wäre Hector nicht mit bei gewesen. Aber okay. Korb auf jeden Fall nicht mit dabei. Ist klar dann. Kroos auf die 90 auch schon. Okay. Das sind echt starke Spieler. Philipp Lahm. Realismus halber können wir den nicht mitnehmen. Na, der ist ja nicht mehr drin. Von daher nehmen wir da dann halt Lars Bender mit. Weil es ist halt null Realismus und ich möchte schon ein bisschen Realismus noch drin haben. Kruse auf der 81 würde ich auch ungern mitnehmen, wenn wir dafür einen Ginczek mit der 80 mitnehmen können. Denn Ginczek ist dann ein richtiger Stürmer und Kruse, muss ich sagen, gefällt mir auch nicht. Also ich kann mit dem nicht spielen. So, links und rechts müsste eigentlich alles so passen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch keinen besseren Spieler mehr oder allgemein gibt es da keinen unbedingt besseren Spieler. Schürrle vielleicht noch links für Draxler, könnte man überlegen, aber das lasse ich dann euch entscheiden. Ihr könnt mir nämlich jetzt in die Kommentare schreiben, welche Spieler wir hier denn reintun sollen, welche nicht. Und ja, vielleicht gucken wir auch mal, was das hier so für Spieler sind, ne? So, ja, ne, ja, vielleicht, ne? 23, okay. Ist natürlich schon ein bisschen älter. Und 21, ja, okay, das gilt aber eigentlich schon. Und sonst haben wir hier natürlich noch Jung. Also wir haben jeweils einen linken und einen rechten Verteidiger mit, jeweils zwei und zwei rechte Verteidiger und zwei linke Verteidiger. Das reicht eigentlich. Fünf Innenverteidiger, nee, vier Innenverteidiger und drei Torhüter. Das sollte auch auf jeden Fall reichen. Leno, Fährmann und Neuer, der einfach übertrieben gut geworden ist. Und ja, damit sollte das eigentlich die Mannschaft gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sage damit dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.